Hey Leute, willkommen wieder bei Bennemeister und ja, und heute geht es mal um ein etwas anderes Video, wie man schon sehen kann. Wir haben heute mal eine andere Perspektive und wir packen heute mal Kid Icarus Uprising AR-Karten aus. Ja, ich habe hier, ich glaube, das sind 10 Packs, jeweils mit 6 Karten drin vom Club Nintendo. Und ja, die wollte ich jetzt mal zusammen mit euch auspacken und ich dachte mir, das machen wir mal in der Ansicht hier, damit ihr die Karten dann auch genauer sehen könnt. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zusehen und schauen wir mal, ob wir vielleicht auch die ein oder andere seltene Karte finden. Ja, die Booster Packs sehen übrigens so aus, finde ich sehr cool vom Design und es war ja, die gab es beim Club Nintendo für 250 Sterne für 2 Packs immer. Finde ich sehr, sehr cool und auch nicht gerade teuer, also konnte man sich ruhig mal ein paar mitnehmen. Und bevor ich mich total beim Öffnen blamiere, nehmen wir lieber die Awesome-Schere dazu. Ich fühle ja ungefähr, wo die Karten sind, also weiß ich, dass ich hier lang schneiden kann, ohne was kaputt zu machen. Öffnen wir mal Pack Nummer 1 und holen mal raus, was da so drin ist. Da haben wir. Was ist das denn? Skatla Kanonier. Aber ich glaube, ich sollte lieber die deutsche Übersetzung vorlesen. Kanonen Knowold. Wagenlenker. Glitzlaser. Schallkanone. Oh, eine Karte, die ist falsch rum. Bomberarm. Vielleicht ist das doch die, die vielleicht im Notfall selten sein könnte. Ach nee, hier ist dann immer die seltene. Photonische Clown. Und ja, der hat oben so einen silbernen Flügel. Und ich glaube, Silber bedeutet halt so ein bisschen selten und Gold ist dann mega selten. Ja, ich weiß nicht genau, mehr steht da zu den Karten nicht drauf, also nur der Name. Und das sind halt AR-Karten, die man dann mit dem Spiel und dem 3DS und der Kamera irgendwie verwenden kann. Also ja, die sich das jetzt von euch hier anschauen, wissen wahrscheinlich eh, was das genau ist. Also ich kann euch darüber nicht gerade viel sagen. Ja, öffnen wir mal Pack Nummer 2 mit der Awesome-Schere. So. Ich lege die Karten übrigens, die ich schon gezogen habe, mal lieber hier rüber. So. Sieht doch schon viel besser aus. Ja, mal schauen, was wir hier so drin haben. Und da haben wir. Oh, wieder eine seltene. Großer heiliger Schatz. Auch mit einem silbernen Flügel dran. Und was haben wir hier? Ja, jetzt sind auch wieder ein paar hier falsch rum. Ich weiß aber nicht, warum. Sind die hier so randommäßig reingeworfen worden? Hier haben wir Flügelwisch. Aurumabino. Schnapptor. Sieht auch sehr interessant aus. Die sind wieder falsch rum. Da haben wir den Schlammbögner und den Rammklotzer. Ja, das war Pack Nummer 2. Kommen wir mal zu Pack Nummer 3. Mal sehen, was wir dort drin haben. Ihr könnt mir ja übrigens mal sagen, ob ihr das Spiel habt, ob ihr auch solche Karten habt oder ob ihr ja, vorhabt, euch mal so eine Packs zu holen oder auch nicht. Und hier haben wir wieder eine mit dem silbernen Flügel namens Fiesfelskanone. Ich hoffe, ich lese das immer richtig vor. Die Sandwirbelkeule. Oh, jede Karte ist andersrum. Tempelruinen. Kutz. 1000 Äugler, Heilungskugel. Ja, die Karten haben echt interessante Namen und wenn ich mich jetzt nicht irre, hatte ich glaube ich noch keine doppelte drin. Ich weiß auch nicht genau, wie viele Karten es überhaupt gibt in dieser Reihe. Aber umso mehr, umso besser. Ja, die hier sind jetzt wieder alle total falsch rum. Drehen wir sie einfach mal. Da haben wir brennende Stadt. Zellulera Knowold. Kumulon. Hier ist wieder eine seltene. Großer heiliger Schatz. Und das ist eine Rüstung. Auch interessant. Hier haben wir eine Waffe. Den Wummsspeer. Und den Nimmersatt. Der auch sehr interessant aussieht. Ja, wie man schon merkt, die Karten sind wirklich einfach randommäßig in die Packs geworfen und total durcheinander. Also man weiß nie genau, wo die seltene ist, ob sie vorne, ob sie hinten ist, glaube ich zumindest. Hier schon wieder seltene. Da haben wir den Medusa-Kopf. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie ich das hier drehen muss. Da haben wir hier den zelluläre Schildine. Labyrinth der Täuschung. Megamurmel. Weltraumpirat. Und Blitz der Gerechtigkeit. Also ich glaube wirklich, ich hatte noch keine doppelt. Das ist ja echt mal. Das erstaunt ja sogar mich. So, was haben wir hier drin? Holen wir das mal raus. Heller Kämpfer.
Kopf der Hydra, Magmat, Monoauge, Megamurmel, oh, die hatten wir schon, Colin and Flippy. Da war diesmal gar keine seltene drin. Warte mal, waren das jetzt überhaupt alle Karten? 2, 3, klebt hier nicht irgendwas zusammen? Klebt hier nicht was zusammen? Nee. Ja, okay, dann war da wohl keine seltene bei. I don't know. So, machen wir das nächste Pack auf. Da haben wir dann Berg des Phönix, Poseidon-Kanone, Schnellaufladung, galaktisches Monster Krakor, Vaptor und Aurum Monoauge. Da war auch wieder keine seltene bei. Also scheint wohl nicht immer eine bei zu sein, aber manchmal halt. Dann hatten wir am Anfang ja ziemlich viel Glück, dass wir so viele hatten. So, schauen wir mal hier nach. Killerauge, Sternschnuppenbogen, Kampfklauen, Standardkanone, Poseidon-Kanone, hatten wir glaube ich auch schon, und Zornmoran. Und ja, wir haben jetzt noch 2 Packs und dann war's das auch. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir noch eine mega seltene finden. Man weiß es nicht. Und ja, wer von euch das Spiel hat und weiß, was man mit diesen Karten machen kann, kann mir das auch gerne mal schreiben. Hier haben wir die Schienenkanone, Aurum Puko, Bohrerarm, Lichtkeule. Oh, hier ist eine seltene. Das ist cool. Also einmal noch Amanitor und sogar eine mit einem goldenen Flügel oben. Also das ist wohl eine sehr seltene. Namens Hades Battle, also Hades beim Kampf. Ja, sieht doch auch sehr interessant aus. Ist wahrscheinlich ein Boss aus dem Spiel. Ich weiß nicht genau. Und jetzt haben wir noch das allerletzte Booster Pack. Machen wir das auch mal auf und schauen mal nach, wenn wir es dann aufkriegen. So, da haben wir nochmal eine seltene mit einem Silberflügel. Aurumkern. Auch sehr interessant. Werk des Phönix. Levi Tapi. Okkultit. Die Schienenkanone und Aurum Puko. Ja, das war dann auch alle Karten von 10 Booster Packs. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen, falls ihr damit was anfangen konntet. Wenn nicht, dann habt ihr es wahrscheinlich eh euch nicht angesehen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wenn es mal wieder heißt, es gibt ein neues Video und eventuell habe ich das Spiel auch mal eines Tages und kann die Karten nochmal ausprobieren. Und ja, dann macht's gut, bis zum nächsten Video. Das war wieder euer Bennermeister, also bis dann.